Hallo there, my friends. Willkommen zum nächsten Let's Play der Forest mit Mac. Ja, heute werden wir mal ein bisschen tauchen gehen und uns Baupläne für den Hängegleiter, Turm, Kirche und Schildkrötenrutschbahn holen. Und die Armbrust, da ist sie. Ja, ich bin nämlich letztes Mal ins Wasser gesprungen und dann habe ich da so eine Planke gefunden. Und dann habe ich das Öfteren gemacht und habe dann da drei Höhlen entdeckt. Da seht ihr die Baupläne, was man da alles findet. Und es sind, wie gesagt, drei verschiedene Locations, aber wenn man da mit dem Floß schön am Strand entlang fährt, ist das alles nicht so wild. Und da gibt es auch keine Gegner in die Höhlen. Eben, da sind im Wasser so die Planken, also von der Wasseroberfläche siehst du das seltsamerweise nicht. Das sieht man nur, wenn man schwimmt oder taucht. Nachdem ich das jetzt alles geholt habe, habe ich natürlich gleich mein Video gemacht, damit ich das auch für euch gleich hochladen kann. Und habe da jetzt noch nichts ausprobiert zu bauen oder mich damit näher befasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir eine Schildkrötenrutschbahn baue oder eine Kirche und eventuell einen Turm, aber es gibt ja diese Platin-Trophäe und da muss man 1000 Bäume fällen und das ist nicht wenig. Das sind bestimmt 10 Lager, die man sich bauen müsste, dass man auf diese 1000 Bäume kommt. Und dann gibt es ja noch eine Trophäe, ich überlebe 100 Tage ohne Timmy zu finden. Und in der Zeit muss man ja was tun. Ich bin jetzt bei Tag 75 und habe schon ziemlich die Höhlen erkundet, allerdings die Trophy habe ich noch nicht, irgendwas fehlt da noch. Und ich vermute mal, dass das der Weg ins Labor ist, weil der Rest ist alles erkundet, bis auf die Wasserfallhöhle. Und ich denke mal, that's the way to the Labor, to my son. In Megan, unserem Endgegner. Also Leute, nicht vergessen, weil es zum Teil doch ziemlich weit ist, den Sauerstoff wieder aufzufüllen. Bei eurer Taucherausrüstung. Ja, ich wäre schon mal fast ertrunken in einer Höhle. Da ist schon der Bildschirm rot geworden. Und ich habe noch einen Millimeter Leben gehabt. Und das wäre sehr ärgerlich gewesen, das alles nochmal latschen zu müssen. Das war, wo ich den modernen Bogen geholt habe. Das ist alles da entspannt. Wie gesagt, keine Gegner. Und der Weg ist eigentlich auch recht einfach zu finden. So, dann gehen wir dahinter. Und dann finden wir die nächsten Bauplan. Man schlecht ausschauen tut das bestimmt nicht, wenn man in seinem Lager so eine Kirche hat. Da kann man richtige Siedlungen bauen.
So, ja, da geht schon weit hinterher. Und da geht es sehr tief hinab. Also da, wenn man seine Tauchgeräte aufgefüllt hat, dann mal näher trinken wir. Tja, und naja, wegen der Platin, man muss online spielen, weil sonst ist nicht Platin. Und ich bin keiner der Leute, die PlayStation Plus großartig nutzen. Ja, online zocke ich nicht mehr. Ich habe jahrelang Battlefield gezockt online, aber auf dem Laptop und auf meinem PC. Der leider das Zeitige gesegnet hat. Und mit der PS4. Star Wars Battlefront. Alleine zum Teil mit meinem Sohn. Tja, und das war's dann. Und wie gesagt, es gibt nicht viele Spiele, dass ich mir das PlayStation Plus was bringen hat. Weil man eben, wie gesagt, es gibt nicht viele Spiele, die mich so interessieren. Viele gehypte Spiele konnte ich nix anfangen. So eine Sachen wie Demon's Souls zum Beispiel oder Resident Evil und so Zeug. Das ist alles nicht meins. Ich freue mich wahnsinnig auf Horizon Forbidden West, Far Cry 6. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ein anständiges Fallout. Das wäre einmal wieder eine feine Sache. Ich gehöre nicht zu den Dummen, die sich das Fallout 76 gekauft haben, Gott sei Dank. Und das war ja wieder Flop des Jahrtausends. Stranded Deep habe ich auch gezockt, da habe ich auch fast die Platin-Trophäe geschafft, obwohl das brutal verpackt ist. Und das The Forest erinnert mich schon brutal an Stranded Deep. Nur dass das viel, viel ausgereifter ist. Also das, ich feiere dieses Game total. Ich liebe es. Also so gesuchtelt habe ich, wie gesagt, bei Horizon Zero Dawn. The Witcher 3, Cyberpunk 2077, das auf meiner PS Pro gelaufen ist im Schweizer Uhrwerk. Also ich konnte diese ganzen Ärger nicht verstehen. Gut, wer sich gleich am Anfang eine PlayStation 5 kauft, ist selber schuld, da habe ich kein Mitleid. Und scheinbar braucht man absoluten Pro-Gamer-Zocker-PC, dass man spielen kann. Wie gesagt, ich habe bei Cyberpunk kein Problem gehabt. Und wer mir nicht glaubt, kann sich gerne meine Let's Plays anschauen. Sind genügend auf meinem Kanal. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden Spielzeit ich gehabt habe bei Cyberpunk. Weil ja, ich habe die Platin. Und da bist du schon einige Stunden unterwegs. Und da ist mir vielleicht mal 10-mal PlayStation abgestürzt. Aber wie gesagt, das ist mir bei der Witcher auch passiert. So, danke fürs Zuschauen. Danke für das Abo und das Like. See you next time, wenn ihr wollt. Euer Mike. Tschüss.